Elternabend. Oh nein, nicht schon wieder. Du bist diesmal dran. Oh nein. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Es gibt hin und wieder auf dem Schulhof Probleme zwischen den älteren und den jüngeren Schülerinnen und Schülern. Was heißt hin und wieder? Jeden Tag. Wer macht denn die Probleme? Dein missratener Sohn. Meine Damen, es gibt doch schon die Lösung. Wir teilen den Schulhof durch eine Mauer. Also dafür hat die Stadt Geld, ja? Ja, leider nicht so viel. Die Stadt kann nur das Material bezahlen. Die Maurerarbeiten müssten die Väter übernehmen. Selbstverständlich gibt es auch etwas zu essen und zu trinken. Wer ist dabei? Wen darf ich aufschreiben? Ich bin da nicht da. Die hat doch noch gar keinen Termin genannt. Herr Guitieres, Herr Akban, Herr Kostas, Herr Lingwu. Wieso fragen Sie nur die Männer? Wir müssen immer Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sagen, von wegen und von der Emanzipation her. Aber wenn es ums Arbeiten geht, dann sollen wir immer ran. Bin ich Bob, der Baumeister? Die Stadt spart immer bei uns. Aber für einen Haufen Quatsch. Ja, da schmeißen wir das Geld aus dem Fenster. Das kann ja heute wieder lange dauern. Am besten gehe ich gleich. Wladimir, was soll ich nur in Protokoll schreiben? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Korrekt.